Einen wunderschönen guten Tag und schön, dass ihr alle da seid. Ja, was wird das hier? Das wird so eine Art, nennen wir es mal Videotagebuch, wo wir so ein bisschen Einblick bekommen hinter die Kulissen von der Peter und Klausi Show. Das ist das Spiel, was hier im Fokus steht. Erstellt mit GB Studio. Und ja, ich werde einfach hier und da mal so meine Ideen und so ein paar Hintergrundinformationen einfach mal zum Besten geben. Und das machen wir dann so Stück für Stück, habe ich mir vorgestellt, in ganz entspannter Runde. Und ja, schauen mal, was dabei dann so rumkommt, denke ich, ne? Gut, wir starten einfach mal das Spiel und muten einmal die Musik. So. Da sind wir auch schon angekommen. Wir haben hier den, logischerweise den Titelbildschirm. Hier und da ein bisschen animiert. Man sieht da unten die beiden Hauptcharaktere, Peter und Klausi, die beiden Zwillinge, durchs Bild marschieren, gefolgt von dem Schriftzug Push Start. Angekündigt ist das Spiel eigentlich für Ende 2020 gewesen. Allerdings gab es die ein oder andere Verzögerung und daher wird sich das wohl noch um ein paar Wochen, Monate verzögern, denke ich. Nichtsdestotrotz gibt es schon mal den einen oder anderen kleinen Einblick. So. Recht unspannend. Wir haben hier, können das Spiel halt entweder direkt starten oder später, wenn das Speichersystem eingebaut ist, können wir dann auch den Spielstand laden, den wir zuletzt angefangen haben. So, das machen wir jetzt nicht. Wir gehen einfach strikt ins Spiel. Und man landet in dieser, nennen wir es einfach mal Overworld, die noch ziemlich basic ist. Es sind noch nicht viele Details oder irgendwas verbaut. diese ganzen Aufhübschungsoptionen, das kommt einfach alles nachher später. Ne, also. Genau, man hört schon die Voice Samples. Die in so einer Art Zufallsgenerator abgespielt werden. Beide Charaktere haben drei verschiedene Samples und jeweils noch so ein paar extra Sounds für, ja, wenn sie sterben, zum Beispiel. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach direkt mal ins erste Level. Und es handelt sich hierbei um Poop Mountains. Just take a poop. Wir können unseren Charakter wechseln. Wir können wählen zwischen Peter, das ist der Rote, und Klausi, das ist der Grüne, wie sie auch da unten abgebildet sind. Ja, ich würde sagen, wir stürzen uns jetzt einfach mal mit Klausi ins Getümmel. Es gibt 5 Items, die man sammeln kann, in dem Fall sind es 5 Münzen. In jedem Level wird man 5 davon finden. Wie man diese findet, werde ich jetzt natürlich nicht spoilern. Das könnt ihr nachher im Endeffekt selbst rausfinden, würde ich mal so behaupten. So. Also, wir zeigen am besten, oder ich zeige am besten jetzt einfach mal mit Material, was ich schon fertiggestellt habe. Mit den weiteren Folgen wird sie nachher zeigen, wie ich das nachher mache. Ich denke, dann werde ich auch ein bisschen was zeigen, wie diese ganzen Sprites und Tiles, also insgesamt eigentlich alle Assets hier halt irgendwie gepixelt werden. Was für Programme genutzt werden und. Wir gucken mal. Es steckt also noch kein richtiges, festes Konzept dahinter. Und wir schauen einfach mal, wo uns die Reise hinführt, würde ich sagen. Oder ganz unkompliziert. Ja, also wir haben hier, man kann es schon erahnen, um was für einen Gegner es sich handelt. Er riecht ein bisschen streng, ist aber eigentlich trotzdem ein ganz netter Kollege. So, den können wir auch direkt mal aus dem Weg räumen. Inspiration dafür stammt tatsächlich auch nicht aus meinem Hirn. ich kann es ja offen sagen, wie es ist. Der kleine Sohn hat mich dazu gebracht,
diesen elementaren Gegner mit zu verarbeiten. Ja, den werden wir jetzt auch direkt mal ausschalten. Der wird vermutlich übrigens auch noch eine Stimme bekommen. Ich habe da so ein Voice-Sample irgendwie schon im Kopf, den ich nicht selbst aufnehmen werde. Aber ich habe da schon so ein Voice-Sample im Kopf, den ich dann wirklich vorhabe, dafür zu verwenden. Und ich glaube, das kann tatsächlich ganz lustig werden. Ja, da ist noch eine Münze, die werden wir uns direkt mal cashen. So, abkassiert. Ich werde im späteren Verlauf dann auch nochmal wahrscheinlich eine Option einbauen, um die Soundeffekte entweder ein- oder auszuschalten. Also betreffend die Stimmen. Es gibt ja dann auch ein paar Enthusiasten, die ihre Gameboy- bzw. Gameboy Color-Spiele gerne ohne Voice-Samples spielen möchten. Soll es ja auch geben. So. Ja, das erste Level ist noch recht leicht zu schaffen, denke ich. Es gibt natürlich hier und da immer so ein paar kleine Herausforderungen. Da oben ist noch ein Coin. Ich versuche einfach mal nicht an allen Coins vorbeizulaufen, auch wenn es mir echt schwer fällt, weil ich halt wirklich genau weiß, wie sie zu kriegen sind. Und nicht alle kann man einfach einsammeln. Bei manchen muss man auch eine kleine Herausforderung bestehen. So. Ein wunderschöner Wasserfall. Der interessanterweise tatsächlich gar nicht aus animierten Tiles besteht, sondern einfach eine Abfolge von Farbpaletten ist. Das dafür. So. Klettern wir jetzt einfach mal ein bisschen nach oben. Und dann schauen wir mal. Jedes Level besteht übrigens nicht nur aus einer Map, sondern aus mehreren. Das hat einfach den Hintergrund, dass man dadurch ja mehrere Sachen halt in einem Level unterbringen kann. So. Weil jede Map halt begrenzt ist. Man hat eine gewisse Anzahl an ja, Schauspielern sozusagen, die man dort einbinden kann. Das betrifft dann also Gegner, Objekte und so weiter und so fort. Die Anzahl der Animationsframes ist tatsächlich auch begrenzt. Und da unsere beiden Protagonisten einfach schon eine Menge Animationsframes allein für sich brauchen, geht da natürlich eine Menge bei drauf. Bei so einer limitierten Konsole wie dem Game Boy Color gilt tatsächlich auch, man muss sparen, wo man kann. Es ist einfach so. Der klassische Game Boy wird mit dem Spiel nicht kompatibel sein. Einfach weil ich die Features des Game Boy Colors im vollen Umfang nutze. Was dann halt nicht nur die Farbe betrifft, sondern auch die Extraleistung, die daraus gezogen werden kann. Daher wird der DMG wohl darauf verzichten müssen. So, wir wechseln die Map und kommen in den zweiten Abschnitt des Spiels, des Levels. Hier wird es schon ein bisschen anspruchsvoller, denn wir haben hier ein paar Klippen. Zack. Macht euch dieses Controller-Klicken auch so nervös? Nein, irgendwann überhört man es einfach, würde ich erstmal behaupten. Ich glaube ganz fest dran. Ja. Gerade eben noch kurz in meinem Test ein Bug hoffentlich gefixt. Die Einstellung dafür auf jeden Fall übernommen. Noch nicht getestet. Aber das ist sowieso nicht in diesem Level hier. Deswegen werden wir das in dieser Folge jetzt noch gar nicht sehen. So. Jetzt gehen wir in den dritten Abschnitt. Und hier gibt es nämlich ein Feature. Beziehungsweise eine Challenge, diese Münze, die man einsammeln kann, in diesem Bereich hier, die ist nicht unbedingt jederzeit greifbar, sondern sie verschwindet nach einer Zeit. Das heißt, es gilt hier also wirklich schnell zu sein, um die Münze dann zu schnappen. Da oben ist sie in dem Fall. Wir haben den Sound gehört, macht das eben. Und ja. Münze ist weg, Chance vertan. Müssen wir also das Level neu starten. Wenn wir denn den Ehrgeiz haben, alle Münzen einzusammeln.
Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob man eine gewisse Anzahl an Münzen nachher einfach braucht in der ersten World Map, um zur zweiten World Map zu kommen, oder ob es einfach langt, wenn man die Ausgänge alle erreicht. Ich denke, das wäre vielleicht auch nochmal eine gute Sache eigentlich. Ja, dass man die Münzen nachher im Endeffekt nur für das Finale extra benötigt. Was auch immer das sein wird. Ich weiß es auch noch nicht. So, genau, diese komischen Blöcke hier, die hier so als, ich nenne es jetzt mal, Ziellinie gekennzeichnet sind, wie das Karo-Muster darauf vielleicht verrät, das ist das Ziel. Ja, damit schließen wir ein Level ab. Und wir werden mit diesem Jingle und dieser gleich folgenden Animation begrüßt. Ein bisschen Spaß muss sein, ne? Man merkt, es ist kein bierernstes Spiel oder irgendwas. Es ist halt ein Plattformer, der auch an die alten Klassiker so ein bisschen erinnern soll. Und zum anderen viele, viele Anspielungen hat. Oder viele Anspielungen dazukommen auf jeden Fall. Ja, also überall erkennt man halt diverse Dinge aus der Popkultur wieder. Cheers. Ganz ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Ja, wer es noch nicht gelesen hat, das was hier nicht, oder das was hier gezeigt wird, ist nicht final und kann unter Umständen im späteren Verlauf noch abgeändert oder vielleicht sogar komplett entfernt werden. Lass dich überraschen. Das zweite Level werden wir jetzt nicht betreten, sondern ich denke, wir werden hier einfach mal einen Cut machen, damit man schon mal so einen ungefähren Überblick bekommt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in der zweiten Folge, wenn wir dann die Purple Hills besuchen. Ich bin mir sicher, das wird unglaublich gut. Wir schauen mal, wir schauen mal. Reingehauen.